Guck mal, hier hätten wir uns heilen können. Hätten wir es verkackt. Naja, so. Defekte Daten gefunden. Nicht offen. Oh Gott. Daten wiederherstellen. Ja. Audioplayer. Partizielle Datenwiederherstellung erfolgreich. Okay, let's go. Decided to leave Amy, Asaro, and Kalsanka to execute the automatization process. And I bet they're thrilled about it. I just wanted to let you know we're on schedule and I'll talk to you tomorrow. All right, I'll pass on the mold check. Okay, die haben sie zurückgelassen. Chelsea, lovely morning for an evac, am I right? It will do. I wanted to introduce you to Amy and Cal. They'll be doing the talking as soon as I leave for Theta. Say hello. Hey, Theta. Hello. Guys, I'm Peter Strask, and dispatcher at Theta. Just let me know if there's anything I can do to help. I suppose that's it. I'll see you real soon. When we arrive. All right, John C. Have a safe trip. Hey, John C. Hello, Lynch. Theta. Upsilon, what's up? We could really use direct contact with Heather. Site service engineer Wolchek. Direct links are almost impossible to establish. The Lumar relays are basically junk at this point. You can send messages via the comm center, and if you want, I'm pretty much always here, ready to relay anything by hand. I know it's a shitty system, but it's all that works right now. All right, we just have to make do. Got you later. Hello? Peter, was it? I'm here. What's up? We're getting out. I just want to tell you that I'm going to seal the comm center now, so this is definitely the last you'll hear from us. If we don't show up in the next couple of hours, send in the cavalry. Hang on, what's happening? It's still the same plan, right? Wir müssen auch zum Shuttle. Okay. Nicht meine Fresse. Oh, hier. Warte mal, das ist auch interessant. New York. Status offline. Letzter Kontakt. Was? Wir sind in der Zukunft? Ja. Die anderen Daten fand ich aber, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Das erste Mal, ich es sehe. Das Büro wird geschlossen, alle Anwesenden evakuiert. Ich soll dir von allen hier sagen, dass es eine Ehre war, mit dir und Y zu arbeiten. Gott sei mit dir und viel Glück mit der Apokalypse, Ben. Scheiße. Das sind noch mehr. Lissabon, Afrika, Europa. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Irgendwie... Was schreiben die anderen denn? Kannst ja. Es ist nicht so einfach. So. Update über die Verteidigungsmaßnahmen. Lissabon. Letzte Anstrengungen der globalen Gemeinschaft, die Kollision doch noch zu vermeiden, sind fehlgeschlagen. Pathos 2 sollte alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um sich auf das unvermeidbare Beben nach dem Aufschlag vorzubereiten. Geschätzte Zeit bis zum Aufschlag, 5 Stunden und 13 Minuten. Oder 5 Minuten. Offensichtlich gab es einen Aufschlag von einem Asteroiden oder sowas. Und es gab einen... Deshalb sind die auch unter Wasser. Schutz gesucht. Liebes Fräulein Victis Jonsdotter, was ist das denn für ein Name? Mit großem Bedauern muss ich Sie darüber informieren, dass das Büro geschlossen wird und Y und Pathos 2 nicht länger unterstützen kann. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen, Ihrer Vorgesetzten Jane Adams und dem... Jane Adams, haben wir von der schon gehört? Und dem Rest des Personals danken. Sie sind wahrscheinlich eine fantastische Gruppe und ich bin mir sicher, dass wir mit Ihnen, egal wo es weitergeht, weiterhin Erfolg haben werden. Mit freundlichen Grüßen, Systemdirektor James Bloom. Das ist dieser James. Das war London. So, London, Lisbon, New York und jetzt haben wir hier noch Cadiz. John C., du magst ja die weitaus besseren Überlebenschancen haben, aber wir haben die bessere Aussicht. Salute! Was ist das jetzt? Was? Die anderen waren Cadiz. Ja alle so ernsthaft, ne? Und der? Ah ja, okay. Ist alles sehr, sehr chinesisch. Hier, das kannst du drücken. Ja, dann können wir mit der Tussi quatschen. Wetten wir? Ich wette einfach mal. Mhm. Ich drücke. Wir müssen mit Lambda 2203. Oh, das sind Meterangaben. Wollen wir die alle mal ausprobieren? Mhm. Das müssten, Y müssten ja wir sein. Y von Zeit Y nicht anrufbar. Okay, jetzt nächste Täter. Da wollten die alle hin. Ah, ihr müsst es ausrichten.
Rakete. Okay. Shit. Täter ist auch weg. Das nächste. Lambda, da müssen wir sowieso. Also wir nehmen erstmal die, wo wir nicht anrufen sollen. Okay? Mhm. Wo ist es? Hier. Hier irgendwo. Da. Delta. Offline. Was war hier mit dir? War doch... Täter, das haben wir gerade. Ja, aber wieso ist es gelb und das ist rot? Na, weil es kurz online war. Und dann nicht mehr, ne? Da war irgendwas. 2205. Irgendwas mit Besseres, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich auch nicht. Da. Omikron. Es gab, glaube ich, ein... Es gab eine Apokalypse, denke ich. Oh mein Gott. Omikron hat auch was gesagt. 2206. Es gab offensichtlich ein großes, großes, großes Unglück. Wahrscheinlich ein Meteoriteneinschlag oder sowas, der die Welt verdunkelt hat. Und das, die haben sich unter Wasser gerettet und das ist schiefgegangen. Die künstlichen Intelligenzen haben es dann kaputt gemacht. Es ist eine Vermischung, ja? Ja, es sind zwei Sachen auf einmal, ne? Ja. Okay, jetzt gar nichts. Vieh. Ganz, zwei, ganz zwei, tief. Sieben. Vielleicht sind die noch sicher. Drei, zwei, acht. Zwei, oh, Entschuldigung. Zwei. Ich wollte die Meterangabe eingeben. 2207, Entschuldigung. Nix. Vielleicht waren das automatische Antworten hier, die bei Theta und Omikron? Kann sein. So, Omega. Das heißt so. So, danach wird's spannend. Das ist wahrscheinlich auch nichts eines. Nee. Okay. Lambda 2203. Vielleicht haben wir die ganze Zeit schon in der Zukunft gelebt. Nee. Ursprünglich nicht, da war es 2015. Ja, ja, aber vielleicht war das eine Simulation. Also. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jared, Simon Jared. Hi Simon, I'm Catherine. Hi Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Alles. Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pathos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like staff or field technicians? Only robots, crazy ones. This is also strange. You're telling me. What was that? Whoa! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? There are trains connecting all the sites. Find one and come here. I'll wait for you. Oh my God. Oh shit. Oh! Oh fuck! Wo sind wir? Wo sind wir? Hätten wir es schaffen können? Nee, ich glaube nicht, es war zu kurz. Es ist bestimmt gewollt. Das sehen wir beim. Wir sind bestimmt ein Roboter. Ich bin mir so sicher immer noch. Vielleicht sie auch. Oh mein Gott. Oh shit. Wieso leben wir? How is this possible?
This is insane. Ja. Okay, warte mal. Wir können da rausschwimmen. Naja. Da. Er ist nicht so gut im Schwimmen. Er war doch da. Da. Wir haben auf einmal einen cool Leuchteranzug ist an. Eigentlich? Warum haben wir auf einmal einen Leuchteranzug an? Das ist äußerst merkwürdig. Ich will hochgucken. Aber ich weiß nicht, vielleicht auch nicht. Ah, okay. Das ist verfluchte Shuttle da oben. Oh, eine Muschel! Also ich... Oh, die Fischies. Lambda, find the shuttle to Lambda. Hier ist Licht. Ich muss sagen, das Spiel ist ziemlich, ziemlich cool. Ja. Oh, ich habe eine Lampe. Where did I get a flashlight? Ich habe einfach mal auf F gedrückt, weil ich dachte, vielleicht habe ich eine Lampe, das war so dunkel. Vorhin ging es die ganze Zeit nicht, also hatten wir keine. Was ist das hier, eine Treppe oder was? Das ist dieses... Das sind Rohres? Rohres? Ui, Fische. Das ist viel Abzug. Ja, nicht ganz so schön. Ich meine, bei Abzug gab es ja auch so ein paar dunkle Stellen, aber... Oh. Geht nicht. Nee. Da hinten leuchtet irgendwas in der Dunkelheit. Das ist so geil gerade. Das gefällt mir so mega gut gerade. Eigentlich alles, aber jetzt gerade ganz besonders. Ja. Das kam auch so unerwartet, fand ich. Hier ist das Shuttle bestimmt. Kistis? Lampis? Wie die hier stehen können einfach, ne? Ja, man kann nicht wirklich schwimmen. Nee, es ist auch alles nicht das, was ich will. Ich glaube, ich muss dahin, wo es rot leuchtet. Ja, ich glaube auch. Fische! Uiuiuiui. Oh, was ist das? Kann man alles nicht bedienen. Intercom. Das ist also dafür gedacht, dass man hier wirklich rumläuft. Ja, das ist so eine Gegensprechanlage. Ja, eine Gegensprechanlage für 1000 Meilen unter dem Meer. 20.000 Meilen. Dass hier so rumflockt, ne? Das sind auch nur Rohre. Hier ist so ein richtiger Arkadengang. Ja. Hier soll man bestimmt lang gehen. Es flockt. Da hinten ist irgendwas, da fliegt irgendwas. Ja, hoch. Ein Geist. Naja, wahrscheinlich irgendwie so ein U-Boot, kleines Untersuch-U-Boot. Oh, da war dein Gehirn ist gerade kurz aufgeleuchtet. War das ein Speicherzeichen? Ja. Dein Gehirn ist gerade aufgeleuchtet. Eindeutiges Zeichen. Oh, die Lampe ist aus. Den Generator musst du erstmal in Gang bringen. Dieses Speichersymbol war das, ne? Ja. Dead by Daylight. Ach nee, jetzt leuchtet Schnell die Lampe. Schnell bei Schneeleid. Schneck bei Schneeleid. Schneck bei... Oh, das sieht gut aus. Das leuchtet. Ja. Mach mal. Oh. Oh. Come in, Theta. You better answer me, Strasky. Come on! Amy, where are you? The fields. I had to leave. Is Carl with you? It all went to hell. Hold on, Theta. You got the power automated, right? The plant is safe? We need the power to keep the sites running. Oh, fuck the power! Fuck you, Strasky! The machines killed Carl. Aw, oh, shit. All right, calm down. It'll be okay. Can you get back to Theta? Yeah. I think so. Amy ist den gleichen Weg gelaufen. Also ich bin so gespannt, was mit Carl ist eigentlich. Ist es wirklich Carl? Ist es ein Roboter, der tut, als wäre er Carl? Er scheint sich ja selbst gar nicht bewusst zu sein. Das ist ja so völlig crazy. Ja, ja. Crazy shit. Das geht automatisch an, wenn man da hinkommt. Das ist doch lustig. Ja, ja. Was soll das? Da laufen wir halt einfach mal ins Nichts.
Oh mein Gott. Fische sind so süß. Da ist das. Oh mein Gott. Das ist auch ein Roboter. Mach das Licht aus. Die ist Strukturgel, damit können die sich offensichtlich bauen. Das ist sehr lustig. Das war dieses Vieh, was wir gesehen haben. Ich weiß nicht, ob... Okay, ja, sprich mit uns. Sehr böse. Da ist eine Krabbe, die ist Saui. Ich kann nicht ran, die hört ab. Ich gehe weiter oder soll ich nach links? Da ging es auch irgendwie. Er ist gleich sauer. Ich glaube, ich bin weggekommen. Er hat mit uns gesprochen, als seien wir einer von ihnen, ne? Ja. Sei nicht greedy. Sei nicht greedy. Ups. Das ist ein Shuttle. Oh. Was ist das? Wir haben es gerettet. Mag es uns? Es sieht auch aus wie bei Abzug. Ja. Wir können nicht mit ihm reden. Aber vielleicht macht das jetzt gleich irgendwas auf oder so. Wie bei Abzug? Ja. Es ist einfach alles wie bei Abzug. Kann ich hier rum? Don't be greedy. Nee. Okay, hier ist falsch. Ach, wie niedlich. Ja, es ist ganz süß. Don't be greedy. I'm in pain. Don't be greedy. Ah, da sieht's gut aus. Das kommt hinter uns her. Ja, das folgt uns. Ich will kurz nochmal hier gucken. Weil wir es gerettet haben. Weil es hier so leuchtet. Aha. Eine Pumpe. Frisst es an uns? Nee, ne? Hier ist auch noch eine Pumpe. Die läuft nicht. Nee, geh mal ans Dings hier. Rechts, rechts. Diesen Schalter hier? Das hier meinst du? Das ist nicht. Vielleicht müssen wir mit dem Ding zu dem anderen zurück und der macht dann irgendwas oder so. Don't be greedy. Oh Gott, wie du fast das Auge aufgespießt hast. Ja, ich fürchte nur, ich habe kein Auge. Macht mich ja alles fertig. Ist noch so ein Ding. Nur eins läuft davon. Was ist das? Ein Lamm. Guck mal, da hinten leuchtet wieder dieses Ding. Ypsilon. Das ist das Ding, ne? Wir laufen hier gerade irgendwie im Kreis, habe ich das Gefühl. Ja, ich weiß auch nicht. Na, ich wollte irgendwie erstmal die... Ah, da ist es. Oh, da ist der andere wieder. Das hat auch nicht so richtig was mit uns zu tun. Oh, was ist das? Warum leuchtet es so rot? Das hier, ne? Ja. Ja, keine Ahnung. Don't be greedy. Okay, ich habe mich verlaufen. Officially. Jetzt läufst du komplett verlaufen. Zurück. Ja, ich würde eigentlich ganz gerne da, wo ich hier zu diesem großen Block. Wie kann man hier irgendwas machen? Ah, hier sind wir wieder. Den wollte ich hier hin, glaube ich. Hier irgendwo. Scheiße. Da. Ich glaube hier. Da. Da wollte ich hin. Das ist Quatsch. Okay. Völlig verlaufen. Verschlaufen. Geh mal weg.
Okay, warte mal, dann gehen wir wieder hier hin. Und da weiter. Bist du langsamer geworden? Oder ja, ich renne jetzt nicht mehr. Da ist ja dieses Leuchteding. Und jetzt nach rechts oder links? Da fährt er hier wieder rum. Nee, hier geht's nicht weiter. Huh? Er hat irgendwie Schiss, ne? Er ist schüchtern. Ja, es ist auch wie so ein Krake mit dem, was wir rumschleppen. Ein gemixt. Oh, also oh, 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 oh. Das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Das ist ja, extrem gut. Shuttle Station! Ja, und das muss er jetzt hier. Hilfst mir? Du machst es bestimmt ganz. Ja. Ja. Danke, danke, es danke. Es ist wie bei Abzug. Es ist exakt wie bei Abzug. Wir mussten ihn auch erstmal retten. Dann auch die Fische. Oh. Coole Schweißarbeit. Jetzt kannst du es öffnen. Was? Jetzt hat er das hier zugemacht. Dank. Thanks, little guy. Bitte, bitte. Oh, es ist lieb. Sagt er jetzt. Wie er es gleich wieder zugemacht hatte, ne?